Magst du noch ganz kurz das mit dem Scheibenwischer erklären? Beim gleichen Auto. Ja, es war das gleiche Auto, sind nach Bormio. Und wir in Italien sind wir gefahren und da sind wir beim Fernpass gefahren. Und da hat es also ganz fürchterlich geschneit. Und der Scheibenwischer hat es also nicht mehr ganz geschafft. Und ist stehen geblieben. Und dann habe ich gesagt, du, das haben wir gleich, habe ich zu meiner Frau gesagt. Und ich bin ja Kfz-Handwerker, habe ich erklärt. Und damals war ich so nicht Meister, aber Gesellenprüfung. Und dann habe ich die Sicherung erneuert und habe wieder eingeschaltet und habe gesagt, dann war die Hauptsicherung draußen und dann ging gar nichts mehr. Dann haben wir also kein Licht mehr gehabt, kein Scheinwischer und überhaupt nichts mehr. Und dann war da in der Nähe Tankstelle und da war so ein Autofrack, da habe ich dann ein paar Drähte rausgezwickt, habe ich natürlich schon gefragt. Und dann habe ich von der Batterie weg ein Kabel aufs Rücklicht, ein Kabel auf den Scheinwerfer gelegt und so sind wir dann weitergefahren. Aber? Und dann waren wir 14 Tage in Urlaub und jeden Tag hat meine Frau gesagt, du hast den Scheibenwischer vergessen, Vater. Ja, ja, ja. Ich war dann da längere Zeit in der Tankstelle, es hat dann zum Schneien aufgehört. Es war ja dann am Fernpass drüben runter und wir sind dann nach Bormio gefahren und dann habe ich gesagt, du, jeden Tag, wir waren 14 Tage beim Skifahren, jeden Tag habe ich gesagt, jetzt muss ich aber irgendwann einmal das Auto reparieren. Und dann sind wir also mit dem defekten Auto wieder heimgefahren und da hat es zuerst geschneit und dann geregnet, wie blöd. Und dann haben wir an den Scheibenwischer eine Schnur hingebunden, die verbunden und dann haben wir immer auf einer Seite und auf der anderen Seite die Frau zu. Und so sind wir dann von Italien nach München. Ich sage, es war die, du konntest am Schluss das, weil das hättest du das auch nicht auflassen können, nur so ein Freund, gell? Und du konntest den Arm nicht mehr bewegen. Aber ich hätte den Urlaub, wie gesagt, ich hätte den Urlaub vergessen, wenn das nicht passiert wäre. Weil wir waren ja oft in Bormio, aber die anderen Urlaube, die weiß ich gar nicht. Man kann auch Urlaube auch deswegen im Gehirn behalten, weil man sagt, mein Gott, war das schön. Nicht nur, weil man fast stirbt oder weil man sich den Arm abscheiden wischert. Nein, doch. Urlaube sind ja immer alle schön. Die sind ja alle schön. Und nur die Ausreißerurlaube, die behältst du im Kopf. So wie du in dem Seeigel gestanden bist oder so. Solche Urlaube behält man im Kopf. Du hast in einem anderen Buch geschrieben, da er ja auch in den Seeigel gestiegen ist, dass noch Wochen später, als dir in der Arbeit ein Stachelstück nach dem nächsten aus dem Fuß eiterte, dachtest du jedes Mal wieder an diesen schönen Urlaub. Ja, klar. Ja, du weißt aber schon, dass das vielleicht auch für eine sexuelle Neigung gehalten wird. Sehr verstörend. Vier Segel, bitte. Also, 3 Euro. Die erste Leinen ziehe ich, muss jetzt schnell erzählen. Und wir haben, du musst, also wenn du da jetzt das ganz, ganz schnell erzählst. Ja, ganz schnell. Nur die wichtigsten Sachen. Ist hier in den Segel gestiegen und dann habe ich versucht mit der alten, verrosteten Gummizange, die wollte ich ihm, das ging dann nicht. Und dann sind wir zum Arzt gegangen und der hat ihm dann eine Spritze gegeben, hat da ein paar Stacheln rausgezogen und mich dann geschaut habe, war das ein Tierarzt? Aber ist ja gar nicht schlecht, das war ja ein Tier. Also wenn, es gibt da so Momente, wo ich dann einfach auch keinen Witz mehr habe. Wenn jemand von Ihnen Lust hat, diese Abenteuer nachzulesen, es gibt also ein Buch, das heißt Das Vorzelt zur Hölle und es gibt eben Das Sportlerkind, da schimpfe ich über Sport und mein Vater liebt es, verschimpfen soll nicht vor. Ich erzähle auch davon, wie toll ich die Bundesjugendspiele fand, nebenbei bemerkt. Genau mein Ding. Ja. Und ich erzähle auch, wie ich mit Blinddarmdurchbruch... Ja, mein Vater hat mit Blinddarmdurchbruch ein Fahrradrennen gefahren und lebt trotzdem noch, was durch Zufall sehr schön ist, nebenbei bemerkt. Und viele, viele andere sehr, sehr verstörende Dinge. Aber jetzt möchte ich aufhören, damit der Herr Vogel weitermachen kann. Der hat bestimmt nämlich auch eine Menge aufzubauen. Ja. Und wenn jemand diese Bücher haben möchte, dann kann er die tatsächlich hier vorne bei unserem fliegenden Händler erwerben und wir signieren sie auch und wir gehen danach dann hoch, da sind auch noch die Mara der Feuerbringer Bücher und alles andere und wir malen gerne Bernd das Brot in die Bücher und signieren die gerne
Und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr vielleicht Lust habt, die Bücher zu kaufen und euren Eltern zu schenken. Das fände ich ganz, ganz großartig. Denkt mal drüber nach, vielleicht ist es ja eine ganz schöne Idee. Denn jeder Elternteil möchte ja gerne etwas, was seine Kinder machen. Ja? Also ich versuche gerade bei meiner Tochter, sie nicht zu sehr mit dem Harfespielen zu nerven. Ich versuche es zumindest. Aber vielleicht ist die Harfe bei uns das, was bei dir das Fahrrad war. Ich hoffe es nicht. Vielen herzlichen Dank. Mein Vater Werner Kappa ist immer noch am Leben. Dankeschön. Und das Schöne ist, durch diese Bücher haben wir endlich was wir zusammen machen können. Amen. Vielen Dank.